Kennst du einfach deine Spitzhacke auf Glück, auf Behutsamkeit, dann kannst du auch Grasblöcke abbauen. Richtig. Wenn du es auf Silktouch hast, das auch Behutsamkeit. Eigentlich ist es besser. Eine Schaufel brauchst du ja nicht. Doch, hab ich jetzt gemacht. Wenn wir die XP... Ich sag nur die mega enchanteten Werkzeuge. Genau. Oh ja. Genau. Einfach mal durchsprinten und dabei abbauen. Also es geht wirklich zack, zack. Also das ist dann auch nur was für Großprojekte, weil... okay, ich bug jetzt hier Hilfe. Bei mir ist es den Boden und durch. Ich weiß irgendwie Lady Welt jetzt nicht. Hallo? Wo bist du denn? Scheiße, ich muss mal raus. Also Leute, ich muss dann mal rausgehen. Für heute. Okay. Klar. Man sieht sich bzw. hört sich dann demnächst mal. Jo. Jo. Jo, ciao. 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 So. Ach ja, Marcel, wir haben es mal ausprobiert. Also die Admins zählen nicht. Meine ich ja. Also, ja. Zählen doch. Also wenn 5 eingestellt sind, können nur 5 drauf, ob du als Admin ist oder nicht. Weil die das eingestellt haben, weil das war so. Vielleicht ist das, vielleicht macht das ein Plugin. Da waren 2 Admins drauf und da konnten wir das selber übervoll. Also 2 mehr. Ja, dann ist das ein Plugin, also bei uns ging es jetzt nicht. So, was mache ich jetzt? Warum sind die Ich hab schon wieder. Ja, dann mach doch, ist mir doch egal. Warum baut die Haltbug die voll enchantete Schaufel hier nicht ab? Schneller? Hä? Ja. Ich hab die auf Haltbarkeit 3, Effizienz 3 und Behutsamkeit 1 enchantet. Aber die baut genauso schnell ab wie vorher. War die Gun? Tja, ist natürlich die Frage, ne? Wer ist so ein Fail? Da fällt mir nur ein. Spaß. So viel bin ich ja nicht. Ich schmeiß die mal weg und sammle sie wieder auf. Normalerweise müsste die auch schneller abbauen jetzt und nicht so langsam wie vorher. Jo. Was ist denn los? Ja, Hauptsache mal bei Sun. Glaub, Kevin, wir haben mal Blöcke schnell abbauen. Das Rest, das ist ja, das macht er dann mit Behutsamkeiten. Das ist dann genauso schnell wie vorher auch. Kevin, wir haben jetzt 13 Stacks Eichenholz. Wow. Reicht das? Für was? Ja, also reicht das ist immer so eine Frage in Minecraft. Ja. Ach so, wegen der Behutsamkeit baut er genauso schnell ab. Wenn ich jetzt Erde abbaue, geht's schneller. Du musst die warte, was? Hilfe, warum lag das Server? Alter, wie viel Erde? Die Birkenholz muss komplett voll sein, dann ist es reich. Hilfe, warum lag der Server jetzt? Was ist denn jetzt im Arsch? Also, man leckt das nicht. Ich will einen Blockplatz hier, kriege ich nichts zurück. Hä, ja, wieso fliege ich jetzt raus? Okay. Ach ja, wer die IP will, der kann sie gerne haben. Dann mache ich eine Whitelist an. Na, nur mal so nebenbei. Außerdem, das ist ja was irgendwo an, wenn wir aufnehmen oder wenn ihr aufnehmt. Genau, kann ich außerdem. Es gibt bestimmt irgendwelche, die probieren, da waren, da kommt ja, ich keine Ahnung. Also, ich meine, bei Exo-Server brauche ich da keine Angst haben, weil die IP jedes Mal ändert vor der Aufnahme. Von ist dem das her. Eigentlich seine IP, wo er im Internet hat? Ja, ne? Ja, aber die ändern sich ja bei jedem. Ja, ich frage mich, wie wir das macht. Muss halt so Ports freigeben und ja, ich habe ja auch Ports freigegeben, also 25565 habe ich ja freigegeben im Router. Da musst du halt auf wie ist meine IP.de zum Beispiel gehen, dann steht da deine IP, dann geht das normalerweise. Ach, also bräuchte ich gar nicht nur IP. Nur IP ist dann nur dafür da, dass das Ding dann eine richtige IP hat, sozusagen. Das weiß ich jetzt nicht, also da muss man Exo fragen. Aua, verdammte. Ein Special Guest ist im Let's Play. Eine Katze. Ja. Yeah. Kann ich bitte an die Tastatur? Mini, bitte? Hier? Nein, nicht. Ist gut.
Ich weiß auch, wir haben mal eine Let's Show aufgenommen, da hat sich meine Katze auf den Rechner gesetzt und ist beim Runtergehen auf den Ausschalter gekommen. von unserem Ding war das, von unserem allerersten Versuch, einen eigenen Minecraft-Server zu machen, also so irgendwie öffentlich, haben wir dann so billig über Hamachi gehostet, oh Mann. Peinlich. Boah. Jeder fängt mal klein an. Und dann haben wir einen richtigen bei Nitrado gemacht und naja, das hat dann bloß Ärger und Stress gegeben. Da habe ich irgendwann gesagt, nö, ich habe keinen Bock mehr, Feierabend. Hey, warum hat das Ärger und Stress gegeben? Ja, keine Ahnung, jeder hat rumgeheult, er will cheaten, er will bla bla bla. Hey, und keine nicht Ahnung. Ans Mikro. Stößt gegen mich. Wie es halt so ist. Dann streck mir den Arsch entgegen. Lass mal. Ja, vorm Bildschirm. Das macht ihn geil. Wenn seine Katze ihren Arsch entgegenstreckt. Oh ja. Das macht mich immer geil. Harold, komm her, Mini. Lol. Hau doch, Mini. Habt ihr bei euch irgendwie dahin nicht ausgeleuchtet? Auf eurer Seite, als ihr hier gemeint habt, das ist jetzt erstmal ein Enderman, Skelett. Wo sind eigentlich alle? Ich muss jetzt hier im Schloss wieder alleine bauen oder was? Ja, also wir haben ausgeleuchtet eigentlich. Ja, hier spawnert halt eine ganz schöne Menge an Viecher. Vom Enderman habe ich Angst. So. Ja, sehr ausgeleuchtet, ne? Das Light-Level ist. Nein, nicht ans Mikro. Mini, komm schon. Mini. Ich hau dich mit dem Schnitzel. Ja, ist mir doch egal. Ich hab den ja super ausgeleuchtet, ich muss schon. Nee, mach nochmal. Ich hau dich mit dem Schnitzel. Ja, und das kann ich doch egal sein. Ja, ja, die Lachflash-Folge, ja, die wird uns ewig erhalten bleiben. Ich komm dir bitte ins Haus. Ja, und? Dann sag mir mal, was ich hier oben reinbauen soll. Ich glaub, als engen Abonnenten-Special mach ich mal, weil ich hab mir nämlich gestern mal die Koop-Folgen wieder angeguckt, Marcel. Nicht Koop-Folgen, wenn ich frage. Von Portal 2. So. Ein Glasdach wäre besser. Ich weiß ja nicht, wenn du mal Portal 2 Koop machst, kann ich ja mitmachen. Oder stört's dich, wenn ich schon irgendwie so zum Teil kenne. Ach nö, stirb ich nicht. Marcel, also wir haben es zwar durchgespielt, aber alles weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Ja, kein Problem. Ich hab nur erstmal keine Lust mehr auf Portal, ja. Wenn man das Ende von Portal 2 gesehen hat. Oh ja. Wie gut gelaunt ich durch dieses Spiel war. Vor allem die Asynchronität, die kam richtig zu Vorschein. Ja, dafür konnte ich aber nichts. Das war bei Fraps, weil ich da das nicht gemacht habe, dass er das alles in ein Part nimmt, also in eine Datei. Aber das ist erst seit dem Update, ne? Seitdem Fraps in einer Datei aufnehmen kann, wird es asynchron bei mehreren Teilen. Ja, es vorher war das nicht. Wenn sie sich gedacht haben, ach, dann machen wir das doch mal asynchron. Wenn die Funktion schon drin ist, sollen sie es ja auch benutzen. Genau. Da bin ich da, ey. Ja, ich hätte es sowieso immer benutzt. Boah, ich finde, hier können wir einen Diamanten, das ist bei uns. Fuck, er hat mich schon wieder gefunden. Ich hab mal hier gefunden, ne? Was macht ihr eigentlich alle? Wer hilft mir jetzt denn beim Schloss? Keiner wieder. Warte. Also Marcel und ich chillen in meinem Hallenbad. Ja, dann schwingt euren fetten Hintern hierher. Soll ich dir irgendwie ein bisschen helfen, Kevin? Ich habe wenigstens anderes zu tun, als hier gerade Cobblestone fahren. Ja, siehst du mal, unsere Special Gäste müssen mir helfen, weil ihr zu faul seid. Guck mal, ich schämt euch, pfui. Marcel, ich putz Äpfel. Wir sind hier mit unserem eigenen Haus sehr, sehr beschäftigt, ja. Marcel und ich spielen Two Man's One Apple. Dings, der Mond. Ja. Komm mal zu mir nach oben. Verwässlinge. Ja, wollte ich eh gerade machen, weil bald ist mein Inventar schon voll, glaube ich. Ich habe also Cobblestone haben wir jetzt erstmal genug fürs Erste. Ja. Alter, was wirfst du mir Erde runter? Ey! Ich habe mit Erde beworfen. Oh. Rein. Wer ist denn hier? Kevin. Hey. Und oben. Hast du schon eine Hand? Alter, ich mach dich fertig. Alter, ich wenn er da nur die Passwahl gibt, dann probiere ich das auch mal, ob das vielleicht über die normale IP-Adresse ist. Oh, ich hab's. Du bist so schlecht. Ich bin immer runtergeflogen. Genau deswegen mache ich hier nämlich jetzt nochmal. Ich meine, runterfliegen. Two Mass One App. Ja, so, ja. Ich kann dann ab da unten runterfliegen. Einsortieren. Was da? Übrigens, da habe ich jetzt Glas hingemacht und hier hinten ist jetzt drin. Ah, hast du benutzt? Kevin, kennst du auch Two Man's One Apple? Nein.
Willst du sehen? Nein. Was für ein Baum? Yeah. Was für ein Baum? Was für ein Baum? Gib mir was, los. Was für ein Baum? Ja, den hier. Ja, dann soll er ihn halt umhauen. Zum Bauen. Lol, hab ich da nichts reingekriegt? Ja, was willst du von mir? Ich sag, gib mir was zum Bauen. Was willst du mit dem Baum? Ich hab den jetzt abgeholt, das ist den Baum jetzt. Ali soll ich dir helfen? Ja, ich bin gerade überlegen, was wir noch machen. Da hast du was zum Bauen. Sonst helfe ich dir, okay. Kevin, so, oder wie? Ach, zum Bauen, ich hab verstanden, so, der Baum. Ja. Wo kommt das denn her? Meine Güte, redet doch mal. Voll erschrocken. Boah, lol. Ich glaube, wir machen dann mal einen Abstecher zu Paddy und zu Maurice. Ja, genau, warte, komm, Tamoge, lass mal hier warten, dann warten Tamoge. Wir auf die beiden. Weil ihr hört die immer nur im Hintergrund reden, aber könnt ja auch nichts damit anfangen, weil ihr eh nichts seht, was die machen. Da gehen wir mal gucken, was sie für Untaten auf unserem Server tun. Ich bin schon da. Schöne Mine vor allem da unten. Mini, nein, nicht schon wieder. Ah, was die waren gerade Untaten. Schön. Untaten. 5000 Blöcke TNT. Ja. Weg, Spion! Spion! Oh komm, Paddy, blaue Jobstelle. Komm her. Ja, warte, du musst für eins runter. Also, komm her. Warte, ich stell mich hin. Oh ja. Was komm macht her. Ihr wieder? Nichts, nicht. Wir warten eigentlich nur noch auf dich, Kevin. Ach, komm. Ja, ich verbaue hier nur noch schnell das Ding, bis das zu ist und dann. Wenn die ganze Zeit hier irgendwelche BAM-Dinger an meinem Mikrofon kommen, so, das ist meine kleine Katze. Die ganze Zeit gegen das Mikro stößt. Hast du ein richtiges Mikro also, oder ein Headset? Headset. Ja, Headset. Marcel ist halb im Boden. Ja, wollte gerade sagen. Bei mir ist hey, kann ich jemanden mal laut so geben? Kommt immer her. Achtung. Ach, ja, Paddy, komm her. Oh ja. Sogar zwei gleich. Oh ja. Oh, ich steck deinen Schaufel in den Arsch. Oh ja. Warte, wir machen die Hämorrhoidenentfernung. Ey, oh, bei ja. Mir gucken kleine Kinder zu. Bei mir auch. Super. Pass drauf. Das Bild, wo du vorhin geschickt hast, ne? Ich hab viele Bilder geschickt. Wo du gesagt hast, solche gucken bei mir zu. Du kommst nicht vorbei. Ach so, ja, ja. Du kommst nicht vorbei. So, also, der war jetzt gecheatet, die Erde, ne? Du Cheater. Hey. Heult halt rum wegen dem Stack Erde, ihr Haters. Du kommst nicht vorbei. Ich hab zwar keine Hater. Hier mal raus aus der Hütte. Das ist schade. Ich würde gerne mal Hater haben. Könnte ich mir die lustig machen, wie lächerlich das sie sind. Hater sind lächerlich. Zack. Das ist doch echt so. Das sind sie alle. Jetzt hat Tamoge auch endlich ein Skin heute. Ich bin im Video. Okay, ich kann es ja gleich mal auch hier nochmal das neue Eingangsschild genau. Filmen. Holzfäller-Hütte. Zum Alt-Penis. Oh ja. Zum genau. Genau. Also ich muss ja meine Spuren hinterlassen. Mein nächster Skin wird so. Mein nächster Skin wird ein nackter Mensch. Ein schwarzer Mensch. Okay, dann würde ich sagen, wir lassen Kevin. Ich glaube, wir lassen Kevin da mal vorgehen. Okay, danke, lass mich am besten erstmal die erste Zwischenetage. Ja. Ui. Dirt, Erde. Koppel nicht. Ach ja, ich wollte ja nochmal ein Language Pack nochmal ein bisschen umändern, obwohl Koppel ist, hat glaube ich so jeder drin. Bei besinnlicher Musik gedenken wir hier an die Kiste hier. Ich weiß ja noch. Gedenken an die NPC-Opfer des Atomunfalls. Genau. Da musste ich jetzt das Lied nochmal wiederholen. Okay, wir wiederholen das Lied nochmal. Das passt nämlich okay, an dazu. Tamoge okay, haut X-Craft X den Kopf gerade ein. Ah, mein Kopf! Fuck, ist gut so weh! PvP ist gleich true. Reload. Ah, gut. Oh ja, mal ran. Nee, geht eh nicht. Ich würde euch alle fertig machen. Okay, und ja, wenn du jetzt ganz runter gehst, man kann hier. Moment, man kann hier einfach runterspringen dann. Das hab ich gebaut. Das hat Marcel auch so gemacht in seiner Ding. Da kriegt man keinen Schaden dann, ne? Ja, mir genau, klatschen die ganzen Fackeln ins Gesicht. Ich glaube, ich hätte jetzt mit den Augen an so einer Fackel hängen bleiben müssen. Das ist irgendwie echt so. Nicht so mit dem Gesicht mit in die Fackeln voraus. Pfff, voll die Fackel ins Auge. Ja, da ist eigentlich nur noch eine ganz, ganz große Mine. Kevin, Kevin, dann so hier. Ich hab nur Fackel. Aber ich war nicht ausgeleuchtet, Paddy. Da drüben war dunkel. Also, ich hab eigentlich immer ausgeleuchtet. Passi hat ja noch weiter gebaut.
Achso, ja, ganz am Ende war.